Kutan Immobilien. Wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am 2. Oktober musste die Höhenrettung der Mannheimer Berufsfeuerwehr gegen 20.30 Uhr auf der Mannheimer Oktobermesse 7 Personen im Alter zwischen 12 und 42 Jahren aus 2 stecken gebliebenen Gondeln der Achterbahn Eurocoaster befreien. Durch einen technischen Defekt, deren Ursache noch nicht geklärt ist, blieben die 2 Gondeln jeweils in einer Höhe von ca. 8 bis 20 Meter stecken. Bei uns ist nun Bernd Meyer, Einsatzleiter der Feuerwehr Mannheim. Also wir sind informiert worden hier von der Polizei, die regelmäßig hier auf der Messstreife läuft, dass hier im Fahrgeschäft in dieser Achterbahn es zu einem technischen Defekt wohl vermutlich gekommen ist und 2 Scooter von der Achterbahn auf der Strecke stehen geblieben sind. Wir sind dann hier angefahren und haben eben festgestellt, es sind knapp 20 Meter und 8 Meter Höhe jeweils 2 Scooter hängen mit insgesamt 7 Personen noch drinnen, also in dem einen 4, in dem anderen 3. Und haben uns dann überlegt, wie wir die am besten hier runterbekommen. Die Ursprungsidee war, das im Notbetrieb wieder zurückzufahren. Das hat nicht funktioniert. Und dann konnten wir unser Drehleiterfahrzeug in Stellung kriegen und haben die Personen so sicher zu Boden gebracht. Jetzt ist es sicherlich kein alltäglicher Einsatz von der Polizei hier in Mannheim. Wo waren die Probleme gelegen? Die Probleme sind einfach nur, wie man hier sieht, es sind viele Menschen. Es ist ein Abend, wir haben morgen Feiertag, das heißt, viele Leute sind hier auf der Messe unterwegs. Wir mussten uns natürlich ein bisschen Platz schaffen und wie man im Hintergrund sehen konnte, war es ziemlich eng, das Drehleiterfahrzeug da in Stellung zu kriegen. Was uns aber gelungen ist, weil wir ein paar Wohnwägen versetzen mussten und dann hat es funktioniert. Können Sie vielleicht jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Personen gerade gerettet wurden, schon was sagen? Hat es Verletzte gegeben? Also die Personen waren jetzt knapp eine Stunde bei den jetzt nicht ganz angenehmen Temperaturen in 8 bzw. 20 Meter Höhe. Das heißt, die haben jetzt eine leichte Unterkühlung oder einen leichten Kälteschock, waren aber so weit, dass man sie zu Fuß hier in die Rettungswache vom ASB verbringen konnte. Und da wird man sie jetzt im Warmen genauer untersuchen, ob sie noch weitere Blessuren davongetragen haben, aber soweit erstmal nicht schwer verletzt.